Ja. Ich meine nur jetzt hier, ja, wieso bin ich wieder reingegangen? Nee. Jetzt hier auf jeden Fall halt, Also hier, warte, ne? hier erstmal ein Portal hinstellen, oder nicht? Nee, oben, wenn dann oben. Okay. Weil wir kämpfen auch hier oben. Ja, dann stellen wir jetzt hier halt ein Portal hin. Ja. Ich nehme dein Portal. Deins ist rechts, meins ist links. Du nimmst immer das linke, ich nehme immer das rechte. Dann bleiben die Portale auf. Ich werde angegriffen. Ich bin zu nah rangegangen, ich bin tot. Alter. Wollen wir mal gucken, ich kämpfe. Ich weiß gar nicht, welches deins und welches meins Portal ist. Also, aber. Ich bin gleich auch tot. Meins ist das. Ah, das. Ja, okay, linke. Stehen die Namen dran. Stehen die Namen dran. Ach, du bist schon wieder da. Oh, er kommt auf mich zu, er kommt auf mich zu, er kommt auf mich zu. Jetzt kommt er auf dich zu. Jetzt kommt er auf gar keinen mehr zu. Sieht fast so aus, so. Als wäre er tot. Nächster Boss. Ja, ist jetzt auch tot. Aua. Wie viele von den Viechern kommen da bitte noch raus? Wow, ich bin schon wieder tot. Ich hab dich gewarnt. Das ist ja, wow. Nice story, Bro. Erstmal zusehen, dass wir Orkus hier klein kriegen. Ich mach dem aber mal gar keinen Schaden. Okay. Hat der irgendwelche Resistenzen oder was? Nö, der hat nur Slow's Enemies. Okay. Macht uns nur langsamer, mehr macht er eigentlich nicht. Ich bin raus. Wo raus? Aus dem Spiel. Ist rausgeflogen. Ja, DC. Kann sein, dass ich gleich vielleicht in Skype weg bin, kurz. Okay, ich werde hier mein Bestes geben. Weil ich habe nämlich jetzt die Bosse getötet und ich kann jetzt nur noch hier im Kreis laufen, während ich auf dich warte. Mein Portal ist aber ja noch auf, du kannst sofort rüberkommen. Ja, ich mach sofort wieder ein neues auf. Bin ich gleich nämlich tot und sobald du durchkommst, lauf nach unten. Okay. Weil oben ist im Moment der Boss. Ah, den lässt du im Kreis laufen oder was? Sind dann noch weitere Mobs? Unten zu mir. Ja, ich bin unten. Okay, jetzt laufen wir hier einfach erstmal rechts rum und gehen nach oben. Da ist er. Dominus. Wow. Nein, da will ich nicht drin sein. Wow. Alter, so schnell wie man es stirbt. Ich bin eine kleine Hexe. Ich nehme das Portal. Nein, ich habe keine Lust mit dir zu spielen, böser Mensch. Oh. Bin wieder da. Sofort. Hexe. Ich laufe so ein bisschen im Kreis. Ah, okay, hat wieder aufgehört, in der Gegend rumzukotzen. Oh, jetzt hat er wieder angefangen, in der Gegend rumzukotzen. Der ist gleich tot, Mann. Ja, aber ich habe keine Lust. Herr Rektor! This world. Ja. Illusion, Exile. Aber freu dich jetzt noch nicht zu früh. Okay. Ich wollte mich aber freuen. Weil das, was der gerade macht, macht kein normaler Mensch, wenn er tot wäre. Nein. Genau, der kommt wieder. Größer, stärker, nice. Fieser. Boah, er geht auf mich drauf. Ah. Ich konnte noch nicht mal anvisieren im Moment. Jetzt. Nein. Ich habe keine Lust mit dir zu spielen. Ich habe keine Ladung mehr in der Rüstungsflasche. Okay, dann geh kurz in die Stadt. Ah, brauche ich noch nicht. Ich habe noch Ladung auf den Dings. Tu nur ein paar Ablenkungszombies beschwören. Das funktioniert nämlich relativ gut. Oh. Blutregen und ich weiß nicht. Heilen, benutze eine Flasche. Ich bin voll. Jetzt gehe ich langsam runter. Wo ist er? Jetzt ist er tot. Ja! Oh. Da ist er weg. Sogar Unique Drop dabei. Nice. Oh. Two-Point Arrow Queaver, den haben wir schon. Ja, vielleicht mit anderen Verzauberung. Nett. Wheeling Blades nehme ich mal für den Shadow mit.
Vielleicht könnt ihr da ja was mit anfangen. Ja, ich guck mal hier hinten. Hier ist noch eine gelbe Axt, die nehme ich noch mit. Ja, ich glaube, das war's. Ich red mal mit der Alten hier. Mhm. You have mounted the summit of the world, not a cockroach. You have crushed the pretending emperor and scourged Rayclast of his parasitic dreams. Dominus exiled you, left you naked and alone in the palm of death. But you refused to die. You embraced death and generously shared it with all those that stood in your way. You cut your path, step by step, kill by kill, across this corrupted continent. And not once did you forget what you were. Not a cockroach feeding on the corpse of a dead empire, like the pests you crushed as you walked. You are a woman. What meager and twisted life it still holds dear, this land owes to you, which you have earned its gratitude. No, more than that. You have earned Rayclast's eternal love. Ja. Endscreen! Mhm. Ja, okay, diese komische Rockmusik jetzt im Hintergrund ist irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht. Naja, bei mir gibt's gar keine Musik im Hintergrund, ne? Naja, bei dir gibt's keine Musik. Ich will das Schwert haben. Und das andere auch. Okay, die Musik ist und doch cool, die hat sogar Lyrics. Bitte auch. Ich will diese Schwerter haben. Waren da bei dir ganz am Anfang von den Credits auch diese drei netten Schwerter? Ja. Will ich haben. Alle drei. Zweimal. Cool, cool. Ach, zeigen die jetzt alle Gegenstände oder was? Nee, teilweise nur ein paar. Hm. Ja. Kein Plan, vielleicht sind es auch irgendwie die ganzen Unique-Gegenstände oder so, oder weiß ich nicht. Das Lied im Hintergrund ist echt cool. Ja, oh, da ist doch dieser epische Goldring zum Beispiel bei. Ich glaube, die Items, die da abgebildet sind, sind die ganzen Unique-Dinger. Okay. Vermute ich einfach mal. Zumindest vielleicht einige. Oder so. Weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, wo ich das Lied herkrieg. YouTube? Bitte? YouTube? Ja, vielleicht. Nein, ich meine so original und so nicht gerippt. Weißt du?
verstehe. Guck mal bei Amazon. Ist bestimmt. Oder hier im Shop oder so. Vielleicht haben sie haben die so einen Merchandise-Shop irgendwo im Internet. Ja. Ja, aber ich habe keine Lust mehr, nachher irgendwie iTunes oder sowas zu holen für so einen Schwachsinn und dann 99 Cent für so ein Lied. Dann mache ich das lieber über. Naja, Amazon ist auch nicht besser. Vielleicht haben die ja irgendwie ein komplettes Album oder sowas rausgebracht, was man als Hardcopy kriegt. Dann kann man sich wenigstens etwas von dem Spiel in den Schrank stellen. Wenn man schon keine Verpackung hat, ne? Ja, jetzt kommt ja auch noch Konzeptart von diesen halbnackten Stachelviechern, ne? Boobies! Und dann auch noch bei solchen Missgeburten, unglaublich. Und er freut sich drüber. Hä? Nö, ich lach mir, lach mir einen Ast ab, dass dich das so aufregt. Ich riech das nicht auf, ich find die halt ja, voll eklig. Oder eklig, aber ich find's lustig, dass du es eklig findest. Alter, wie viele Supporters haben die noch? Meine Güte. Naja, werden vielleicht immer mehr, weil vielleicht sind diese Community-Supporters sind die Leute, die hier dieses Supporter-Pack zum Beispiel gekauft haben. Vermutlich. Vielleicht, wenn wir dieses Supporter-Pack kaufen würden, stehen wir dann da auch bei. Boah. Nee. Aber no way. Ich ja nicht. Vielleicht sind die das, keine Ahnung. Aber ich will das Paket gar nicht haben. Das sind so extrem viele Community-Supporters. Das muss dieses verfluchte Pack sein. Es geht gar nicht anders. Ja. Sind aber nicht alphabetisch geordnet. Ja, kommt ja nochmal eine Reihe. Ja, da kommen noch ganz viele rein. Pass mal auf, du. Ich bin jetzt gerade an diesem goldenen Engelschild vorbei. Keine Ahnung, ich bin gerade an so einer Kriegsaxt. Bei so einer Kriegsaxt. Und da ist das goldene Engelschild. Ja, dann bist du nur ein Stückchen über mir. Läuft die Musik bei dir noch? Nee, ich habe jetzt. Oder ist das Lied schon zu Ende? Ich habe jetzt so eine leichte, gediegene Hintergrundmusik. So was Bedrückendes. Du hast ja gar keine Musik da im Hintergrund. Hm. Warum hörst du eigentlich nicht Radio oder sowas im Überkopfhörer noch? Was? Radio, Ladilo, ja, Musik. Ja, das ist schon klar. Wenn ich am Farm war, da hatte ich die Musik vom Spiel ausgemacht und habe normale Musik angemacht. Ach so. Weil es mir irgendwann auf den Sack gegangen ist. Ja, okay, wenn du mehrere Stunden dann da im Spiel rumgammelst und immer dieselbe Musik hast, dann, naja. Okay, das Schwert sieht aber auch gar nicht mal so verkehrt aus. Also, was ist denn XCIX eigentlich? X war 10, C ist, war C50? Was? Das I ist 1, römische Zahlen. Ach so. Was war C? C war 10, glaube ich. Nee, kann nicht sein. C. Nee, X ist 10. Dann muss das 50 gewesen sein. Ich hab keine Ahnung. Warum? Mal gucken, was auf dem Schwert drauf stand. Also? X, C, I, X. Also 10, 50, 1. Und am Ende 19. 9, nicht 19. Ich hab keine Ahnung. Das Einzige, was ich lesen kann, ist die Uhr bei meinen Eltern, die hat römische Zahlen, weiterkommen. Also ich komme, was römische Ziffern betrifft, bis 24, dann ist Ende. Wobei eigentlich sogar nur bis 12, nicht bis 24. Das ist ja keine digitale Uhr. Es sind aber sehr interessante Konzeptarts dabei. Ja, ich glaube, ich weiß genau, wo du gerade bist. Was? Nein. Alter. Ich glaube, jetzt ungefähr weißt du, wo ich bin. Gewesen bin. Grüne? Was? Meinst du diese komische Frau mit dem grünen Oberteil und braune Hose, die in schwarz-weiß und in Farbe gezeichnet war? Ja, zum Beispiel. Oder jetzt der Hammer, der jetzt gleich bei dir hochkommt, der sieht richtig geil aus. Da hätten die sich mal ein Beispiel nehmen können mit Thors Hammer, so. Also jetzt nicht die hier, sondern die Typen, die Filme gemacht haben. Der sieht richtig gut aus.
Oh ja. Oh ja, das Studium würde ich mir auch an der Wand hängen. Ja, ich hab noch so eine Kunstaxt hier rumfliegen, so eine Ausstellungsaxt. Total verziert und alles. Damit kannst du nichts machen, außer dass die irgendwo an der Wand hängen. Ey, das sind immer noch alles Schießsupport. Ja, und es kommen noch mehr. Warum hat der Typ einen Korb auf dem Rücken? Warum hat der Typ keine Beine? Füße. Warum hat... hä? Ah, okay. Vielleicht kann er so schneller laufen. Ich weiß es nicht. Was? Achso, das ist der mit dem Korb auf dem Rücken und der hat keine Füße. Oh, guck mal, ein Spinnenbogen. Warum der Kerl einen Korb auf dem Rücken hat, ist aber einfach beantwortet. Das sind diese Scheißteile, die mit den Giftkugeln und so durch die Gegend werfen. Ach so. Da holt er sich, da greift immer in den Korb und wirft das Ding dann zu dir. Ah, ja, jetzt kommt glaube ich, der Bogen bei dir oben an und jetzt als nächstes kommt dann die Endboss-Tuse. Nee, warte, das war nicht die Endboss-Tuse. Oder war das? Nee, war sie nicht. Der Bogen ist aber auch cool. Ja, der Bogen sieht auch nicht schlecht aus. Nee, das war diese, das ist diese Piti. Ja, und dann kommt jetzt noch dieser eine komische Anführer von den Soldaten, glaube ich, ist das. Ach, und jetzt sehen wir auch endlich mal diese in massenhaft gestorbenen Affen. Übrigens, bei der Erstellung dieses Let's Plays wurden keine echten Tiere verletzt oder gefährdet. Nicht? Glaub nicht. Ich kontrolliere das später nochmal. Okay, das ist die Affen ziemlich, so hässlich. Ziemlich, ziemlich zerscheppert, das Schild kommt jetzt an, das sieht aber auch ganz cool aus. Und wer genau das sein soll, das kann ich dir nicht beantworten, der danach jetzt kommt. Okay, ja, das Schild hat wirklich was, das stimmt. Das kann ich nicht identifizieren. Du weißt aber auch nicht, was das für eine Tuse gewesen ist, ne? Die Blonde, naja. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das einer der Charaktere. Ach, hier ist die... Der Todestyp, die Todestruhe? Das heißt, der Assassine vielleicht? Das, was du nicht identifizieren kannst, sieht aus wie eine Keule oder ein Stab oder sowas. Ja. Oder ein Zauberstab. Ah, das ist eine Kerze. Kerze? Drin steckt eine Kerze und das ist eine Flamme, die da hochgeht. Oh, okay. Okay. Das war aus der Bücherei... der dieses Kerzending da, aufgemacht hat. Ah, okay. Und wer der Kerl ist, weiß ich nicht. Nein, der sieht ein bisschen komisch aus. Das fängt jetzt wieder mit Musik an. Okay, cool. Jetzt kommt irgend so ein tolles Skin-Ganzkörperteil. Also fast Ganzkörper. Das wird dir gefallen, da sind Fratzen drauf. Ich bin jetzt erst bei diesem Schlangending. Mit Hand dran. Ja, die Hand hat auch was. Besser Hand dran als Hand ab, ne? War das nicht arm? Ist doch egal. Und was sagst du zu der Haut, zum Hautanzug? Ja, da ist ein Gesicht drauf und das sieht sehr komisch aus, als ob das wirklich... Als ob sich da einer einen ganzen Körperanzug aus dem ganzen Körper gemacht hat. Ja, glaub mal, der sitzt hauteng. Alter, dieser Deoxys kommt jetzt gleich auf der rechten Seite bei den Supporters. Der muss das Pack, glaube ich, irgendwie 20 Mal gekauft haben. Den hatten wir oben schon mal 5, 6, 7 Mal untereinander stehen. Ja, voll. Deoxys. Voll der Typ. Komische Engelstatue. Jo, Deoxys, der hat das Pack, weiß ich nicht, ja, 20 Mal gekauft oder mindestens. So. Deswegen steht der wahrscheinlich auch in Blau hier drin. Das sind wahrscheinlich die, die Geld zu viel haben und das die ganze Zeit nochmal kaufen. Ja gut, ich meine, wenn du das Ding einmal hast, dann kannst du den Leuten eigentlich auch direkt das Geld überweisen. Ja, ne? Ja, man schon. Ja, jetzt kommt ein nettes Brotmesser nach oben. Ein Brotmesser. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich glaube, das ist einer von diesen Bugs. Käferviechern. Brotmesser.
Ach, das sind so Brotmesser. Ja, das ist doch voll klein. Im Vergleich mit so einem Schwert, ja, aber... Was das ist, weiß ich nicht. Hm? Was ist er denn, Alter? Sieht so aus, als ob die irgendwie so ab Unterkiefer, ne, von oben irgendwem was... Ja, ja. Ne? Naja. Kommt jetzt einmal so ein komischer Hau-drauf-Knüppel oben an und jetzt müsste, glaube ich, noch so ein Magiestab oder sowas ankommen. Und hier kommt ein hübscher Bogen. Interessant. Vor allem hat sich einer von den Community-Supportern eine Reklame genannt. Reklame? Ja, nur ohne E. Okay. Das hatte gegen Ende hat es noch so ein bisschen Steampunk gehabt, also so Mechanik und sowas noch. Hm. Okay, der Bogen ist wirklich nett. Ja, ne? Hm. Oh, hier kommt jetzt auch noch so eine komische mit einem Roboter-Suit-Tuse zu dir hochgedrückst. Oculix. Oh Mann. Chardon Jademir. Ich habe keine Ahnung, wer das ist oder warum sein Name in riesig und fett und rot geschrieben ist. Aber okay. Okay, Konzeptart von den etwas langweiligeren Waffen. Das sind immer noch Community Supporters, also langsam... Dieser Charon Jademir oder wie der heißt, der hat bestimmt alles gekauft. Ja. Und das wahrscheinlich, ja, genau. Vermutlich. Der hat denen wahrscheinlich alles gegeben, was ging. Er hat wahrscheinlich eine Hypothek aufgenommen oder so. Wie viele Community Supporter sind das bitte noch? So schlecht kann es dem Spiel gar nicht gehen. Naja, es ist ja halt doch schon länger draußen. Ne? Ja. Man muss ja noch bedenken, die Leute wollen ja auch bezahlt werden und dann die Server und das Spiel wird weiterentwickelt und Huliguli. Huliguli-Gilli. Und ein hässliches weißes Bier, Biest, nicht Bier. Biest. Hässliches weißes Bier. Ach hier, das sind glaube ich die, jetzt kommt glaube ich eins von diesen Typen, die es ganz am Anfang im ersten Akt gibt. Wenn du die killst, geht doch diese komische Seele oder was ist das aus denen raus, ne? Ah, diese Banditen, genau. Oder Kannibalen oder was das ja. Da sind. Und das ist, glaube ich, eine Axt. Sieht zumindest so aus. Hihi, ein dreisehniger Bogen. Interessant. Dann kannst du bestimmt Harfe spielen auch. Oh Mann. Das kann ich nicht. Also es ist ein riesiges Krabbel-Spinnenvieh. Irgendwas. Okay. Naja, dieser dreisehnige Bogen, da stellt sich auch die Frage, wo ist der Sinn? Unterschiedliche Reichweiten oder so? Ich habe keine Ahnung. Der Typ hat auch nur einen Lendenschutz an. Und Eisenplatten und Ketten durch die Beine. Okay, dieses Spinnenvieh kenne ich aber auch nicht. Vielleicht haben wir es gesehen und es ist einfach nur zu schnell gestorben. Nee, wir hatten nie, das müsste ja ein Boss sein, das Vieh ist so groß, das hat Menschen an den Beinen, vom Knie bis nach unten und dann ist unten immer noch Platz. Vielleicht war das jetzt der Endboss, nur der war so dunkel, dass man das nicht gesehen hat. Und was ist er für einer? Keine Ahnung. Oh, da kommen noch zwei nette Schwerter auf dich zu. Yay! Die sehen echt cool aus. Was steht denn auf dem Buch von dem Kerl? Das Ding hatten wir schon mal. Jetzt kommt ein Bild, was wir schon mal hatten. Zumindest soweit ich mich dran erinnern kann. So eine Drachenaxt. Ja, jetzt wiederholen sich, glaube ich, die Bilder wieder teilweise.
Ja, die Schwerter sind schick. Ja. Hm. Also, wie viele Minuten haben wir jetzt schon Community Supporters? Ich habe keine Ahnung, 10? Nein, noch keine 10. So schlimm ist es nicht, aber 5 sind wir jetzt schon. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Screen hier. Auch ein bisschen länger. Kann man das irgendwie weiter schneller scrollen? Ich will jetzt hier nicht auf die Falltasten drücken, aber nee, funktioniert nicht. Nee, Falltasten geht nichts. Escape-Taste. Ja, Escape, aber ein bisschen bricht ab. Genau. Und dann stehen wir wieder auf dem Dach. Also ich stehe jetzt hier auf dem Dach. Ja, okay. Ich sag jetzt einfach mal und so weiter und so fort, ne? An alle Community Supporters, die jetzt noch kommen, die hier nicht aufgetaucht sind, ja. Ne? Danke fürs Spiel supporten und so, ne? Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Es reicht. Ja. Ups. Ja. Durchs Portal. Achso, du bist raus. Wir sind ja jetzt durch. Ja. Fertig erstmal. Also, weiter? Oder wie stellst du dir das jetzt vor? Wenn wir durch das Portal gehen, was passiert dann? Nächste Schwierigkeitsstufe direkt? Nächste Schwierigkeitsstufe direkt am Strand unten. Ah, okay. Ja. Können wir also ruhig durchgehen, das ist alles nicht so... Ja, dann machen wir jetzt erstmal Ende hier an dieser Stelle. Ne? Das ist die Story von Path of Exile. Ich habe selber noch nicht hundertprozentig kapiert. Selber spielen macht schlau, sage ich da nur. Muss mir einfach mal alle Textdinger da irgendwie mal durchwuseln. Demnächst mal, wenn du mal nicht on bist. Guck doch einfach dein Let's Play. Ja, aber da sind nicht alle dabei. Ich hab bei weitem noch nicht alle Gesprächsoptionen ausgeschöpft. Ich habe einige übersprungen und sowas, sonst hätten wir das Let's Play noch ungefähr wahrscheinlich 3 Stunden in die Länge gezogen. Okay. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt auch noch machen. Hey, da ist noch ein Fragezeichen da hinten. Was ist da hinten? Drück mal U. Ja, das habe ich doch vorhin... Ach nee, kann ich jetzt nicht. Ich bin durch das Portal gegangen. Das gibt's doch nicht. Nee, Akt 3. Das Fragezeichen da hinten. Ja, ich weiß, da ist noch ein Fragezeichen. Keine Ahnung, was da ist. Warum nicht? Weißt du, was da ist? Warum nicht? Du hast das Spiel doch schon durch. Ich weiß aber doch nicht jeden Punkt auswendig. Nö, muss auch nicht, aber das... Hallo? Warum waren wir da noch nicht? Gab's da keinen Quest für? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe keine Ahnung. Wir haben auch in Akt 2 irgendwo noch ein Dings zu. Was? Wo wir noch nicht drin waren. Nö, haben wir nicht. Ah, dann waren wir da doch drin, okay. Okay, eins haben wir auch alles. Das ist nur ein Areal, da brauchst du keine Quest für oder so, da gibt's gar nichts für. Das Areal ist einfach am Rand, am Arsch der Welt und keiner braucht eigentlich keiner hin. Achso, das ist dann das wahrscheinlich. Vermutlich, oder was, oder wie? Kein Plan, okay. Wie gesagt, ich weiß es. Jo, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao.